Es ist endlich wieder Donnerstag. Hier ist attraktiv das Daumagazin. Ich bin Jurassica Parker. Hallo. Das ist ja alles nicht so einfach bei mir. Ich leide ja unter Dreifaltigkeitsschizophrenie. Das bedeutet, ich lebe drei parallele Koexistenzen. Zum einen bin ich internationales Topmodel, dann auch noch Hausfrau und Mutter und Vorstandsvorsitzende meines eigenen Konzerns Parker Pharmaceutics, ja? So, das Topmodel wurde in der letzten Staffel von meiner Nachbarin Frau Reinhardt gebissen und somit umgebracht. Die ist jetzt tot und lagert eingefroren in den Kellern der Parker Pharmaceutics. Die Wissenschaftler arbeiten da gerade mit Hochdruck dran, die irgendwie wiederzubeleben. Solange stehe ich hier und ich sag euch Folgendes: Ich bin ein Moderationsroboter, aber eigentlich ganz schön und patent. Meine Schwester, die Jurassica, die Hausfrau und Mutter, die sucht da gerne Rat bei so einer Astro-Tante im Fernsehen. Da liegt dieser Keilmund einfach auf, nur weil ich ihm deine beschissenen Speisekarten nicht legen will, ja? Sowas. Wer ist denn der nächste Anrufer? Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Parker, Jurassica Parker. Hallo Jessica. Nein, Jurassica. Hallo Jurassica, was darf ich denn genau für Sie tun? Na, ich habe mal letzte Woche schon mal angerufen. Sie können sich bestimmt dran erinnern, es geht um meine tote Schwester, die Jurassica. Selbstverständlich, ich erinnere mich sehr gut daran, Jurassica. Was darf ich heute für Sie tun? Können Sie sich vielleicht nochmal in die Reihen schängeln für mich, ja? Weil ich habe... Natürlich, Jurassica. Ja, ich tue, was so ich kann. Viel, ich bin ja so altbegabtes Medium im Bereich, mit toten Menschen zu kommunizieren. Ich gehe nur nochmal kurz in Trance. Ach Gott, da ist man einmal zu lang im Hobby und schon fühlt man sich wie tot. Ja, tot ist richtig. Was habe ich eigentlich gestern genommen, die ganze Nacht? Ich weiß das nicht mehr. Oder bin ich doch im Irrenhaus? Aber das ist so immer also, am Samstag. Irrenhaus? Davon wusste heute ich ist jetzt Donnerstag. Eigentlich nichts. Oh nein, ich gehe jetzt nicht ans Telefon. Brigitte! Aber dabei sieht das ja eigentlich eher aus wie bei Frauentausch. Da wollte ich eigentlich gar nicht mehr hin. Ich wollte zu Baba sucht Frau und mein neues Buch schreiben. Bauerläufig. Ich war sein Brigitte, geh doch mal ans Telefon. Och. Da bin ich wieder, Jurassica. Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen. Nee, also überhaupt nicht. Da mal irgend so eine affektierte Nutte. Das tut mir leid, Jurassica. Wir sind in der Blitzrunde. Eine Frage pro Anruf. Versuch's nochmal. Bis gleich. So, wir schalten jetzt direkt in die Konzernzentrale der Parker Pharmaceutics. Da gibt's nämlich ganz wichtige Neuigkeiten. Entschuldigen Sie die Verspätung, aber ich hab den Herrn Brüderle gerade nicht von meinem Busen wegbekommen. Der Mann hat Geschmack. Ha! So, auf geht's. Sehr geehrte Damen und Herren, Herren, Damen, Herren, Transsexuelle, Idente und so weiter und so fort, liebe Presse,
Ich habe mich gestern mit dem Aufsichtsrat und den Vorstandsmitgliedern der Parker Pharmaceutics zu einem runden Tisch getroffen, um Ihnen heute Folgendes mitzuteilen. Ich werde mit sofortiger Wirkung meinen Vorstandsvorsitz bis auf Weiteres niederlegen und mich um wichtige Belange kümmern, nämlich um die deutsche Bundespolitik. Ich werde im Superwahljahr 2013 Angela Merkel nämlich ablösen und mich als Bundeskanzlerin zur Wahl stellen lassen. Wer den Vorstandsvorsitz der Parker Pharmaceutics übernehmen kann, ist an diesem Zeitpunkt noch nicht zu sagen. Meine Partei, die stark erfolgreichen Krawalltransvestiten, kurz Sekt. Ich bitte doch um Ruhe. Sekt wird Deutschland verändern. Mehr Informationen werde ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weitergeben, denn ich brauche Beinfreiheit. Stark viel. Vielen Dank. Ich habe so eine Krawatte. Na, Sommer. Zeit für den Promi-Durchfall. Ich hatte heute das große Vergnügen, den Busen von Frau Jurassica Parker persönlich begutachten zu dürfen. Dazu ist Folgendes anzumerken. Nicht nur die Größe, die feste, straffe Beschaffenheit, die wunderschön ausgeprägte Warze samt üppigem Vorhof und der außerordentliche Tragekomfort sind ein Augenschmaus. Nein, auch dass Frau Jurassica Parker sehr, sehr große Möpse vor sich her trägt, fest wie bei einer 20-jährigen Praktikantin, und diese saftigen Nippel, die durch ihr Blüschen hindurch schießen, geradezu einzigartig. Daher kann ich sagen, dass Frau Jurassica Parker eine Premium-Titten-Pornomaus erster Sahne ist. In meiner Rubrik Stark Berlin erkunde ich ja für euch die wunderschöne Hauptstadt Berlin. Ja, und ich bin gerade mit dem Team von Die Nackte Wahrheit TV für euch auf der wunderbaren Venus Erotikmesse unterwegs. Da sieht man ja gar keine Muscheln. Was macht denn der komische Mann da eigentlich auf der Bühne? Ich glaube, der hat vorher ein bisschen gekokst und ist jetzt in ganz guter Laune. Hat man da jetzt was gesehen? Nee, ich habe da ja noch keine Muschi gesehen. Die zieht sich ja nicht aus, die alte billige Schlampe. Und dann werden die Kameras wieder alle hochgehalten. Ne? Und dann werden sie nämlich die nächsten 3 Wochen zu Hause nur wichsen vorm Rechner sitzen. Immer wenn die Familie gerade wieder am Einkaufscenter ist. Tja, da kriegen wir jetzt erstmal hier einen Platz. Sind die hier alle so unfreundlich? Weiß nicht, dann mal Ding-Döngchen, ne? Ja, ne? Oh, vielen Dank. Ah. Oh, kann man trinken, ne? Nochmal? Ding-Döngchen. Ich finde, die schmecken beide gleich. Ja. Wir sind ja hier auch auf der Suche nach dem Schnapsstand. Hier soll es auch einen Schnapsstand geben. Mit Wodka, ja. Ja, wo ist der denn? Ja. Wissen Sie nicht? Was ist denn das? Zum Trinken? Genau. Ist aber praktisch eigentlich. Ja. Und kaufen sowas Leute auch? Ich bin der Prototyp, wir sind das erste Mal hier. Ich habe das mal getestet, ob Nachfrage da ist, und die Interesse ist sehr groß. Kann man das irgendwie noch härter einstellen, also noch schneller und... Ja, warte. Na, Löschen. So, und das war's jetzt auch schon wieder von mir. Wir sehen uns nächsten Donnerstag. Vergesst nicht, am 28.02. zum großen Start von Nutten gucken, am Donnerstag ins Rauschgold zu kommen. Außerdem natürlich am 21.03. attraktiv die Star Party im Schwutz zu besuchen. Abonniert auch meinen Kanal auf YouTube. Und jetzt reicht's aber auch mit der Eigenwerbung. Ich sag Tschüss.